Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu Cake TV Uncut. Heute mal wieder mit einer Reaction auf Montana Black. Mois lügt und wurde exposed und schießt gegen Monte. Montana Black Reaction. Hat er gegen Monte geschossen? Nee, oder? Naja, wir hören einfach mal rein. Lasst einen Kommentar da gegen die Bots, bitte. Das wäre Knorke. Freunde der gepflegten Unterhaltung. Moin, moin. Wie geht's? Wie steht's? Wir gucken uns heute ein Video von Kuchen TV an, wo es um Shoyoka und Mois geht. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt bis jetzt einen schönen Tag gehabt, habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Oh, wir haben es 11.26 Uhr. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Kapi. Herzlich willkommen zu den besten News in YouTube Deutschland. Herzlich willkommen zu den Cake News. Es gibt einige Updates zu den ganzen Gerichtsverfahren. Hey, lass das schneller. Ach nee, ich lass das schneller abspielen noch. Ups. Ich dachte schon, was macht er denn? Die ich momentan gegen Shoyoka und auch gegen ihren Anwalt am Start habe. Erstmal haben wir eine negative Feststellungsklage eingereicht. Und die geht jetzt tatsächlich Ende Juni auch vor dem Landgericht in Braunschweig vor Gericht. Logischerweise. Was auch sonst. Ich habe das Datum hier extra weggemacht und zwar aus zwei Gründen. Erstmal, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so öffentlich sagen sollte, denn das könnte mir auch so ausgelegt werden, als ob ich... Und wegen Zuschauern wahrscheinlich, ne? Ich Druck auf Shoyoka aufbaue, wenn da irgendwelche Leute hinkommen. Mhm. Außerdem wurde auch unser Erscheinen gar nicht angeordnet. Mhm. Deswegen halte ich das erstmal geheim. Ich selber werde aber auf jeden Fall da sein. Wenn ich das posten darf, dann werdet ihr das hier auf jeden Fall noch mitbekommen. Dazu hat Shoyoka ja übrigens Klage am Landgericht in Frankfurt natürlich. Ja, also da, ich habe auch mal meinen Anwalt übrigens gefragt, nach der Einschätzung. Ich will euch hier in der Reaction ja auch was mitgeben. Braunberg, Dankeschön für den verschenkten Sub hier. Also alle drei Fälle sehen wohl Stand jetzt sehr, sehr gut aus auf jeden Fall. Anscheinend hat Shoyoka auch nochmal Klage eingereicht. Ich weiß nicht, wegen was oder so, da ist auch noch nichts angekommen, aber das hat ihr Anwalt wohl in einem Punkt auf jeden Fall geschrieben. Ja, also diese negative Feststellungsklage, unsere Einschätzung ist... auf jeden Fall, dass wir da im Grunde halt ja alles gewinnen sollten. Bei der zweiten Sache, das ist ja die zweite Klage, die Klage ist anscheinend, die wettbewerbsrechtliche Klage hat sie da eingereicht und mein Anwalt schreibt da irgendwie, bisher ist da auf jeden Fall alles ruhig. Wer einmal da gewinnt, der geht da immer wieder hin. Das Ganze sieht so aus, dass momentan die Anwälte hin und her schreiben. Das Gericht wird wahrscheinlich bald eine Entscheidung fällen. Da ging es um die zweite Abmahnung, die ich in diesem Video hier bereits kritisiert habe. Genau, Rayon, mein Anwalt muss mir privat immer sagen, dass wir alles gewinnen und überall vorne sind, weil genau so funktionieren Anwälte nämlich. Da geht man nicht realistisch um, weil man will ja auch nicht das Beste für seinen Mandanten rausholen, damit man auch seinen Ruf nicht irgendwie schädigt, wenn man Scheiße labert, sondern die sagen einfach, nee, wir gewinnen alles. Oh, mit Gönnergy. Ja, also ich kann da nur eins zu sagen. Es ist relativ ruhig, zumindest, also ich bekomme nichts mit. Ich weiß nicht, ob Shoyoka noch streamt oder was da aktuell passiert oder ob sie endlich mal realisiert hat, dass manchmal, ja, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Thematik, ich... weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, wie diese ganzen Gerichtsverfahren ausgehen und wie das deutsche Justizsystem diesen ganzen Fall wertet. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ganz unabhängig davon, dass ich natürlich Team Kuchen TV bin und auf meiner Seite bin, was die Thematik angeht, ist so ein Gerichtsverfahren und das Ganze drumherum echt nervig. Sowohl Shoyoka als auch Kuchen haben nicht unbedingt so Bock da drauf. Also es ist halt immer kräftezehrend, aber es ist halt auch wichtig, weil es da halt auch um viel geht und ich glaube, der Großteil meines Chats beziehungsweise meiner YouTube-Community ist da auch sehr gespannt, was am Ende dabei rumkommt und Kuchen wird uns mit Sicherheit auch updaten, wenn er da Ergebnisse hat. Ja, safe. Also ich habe das jetzt über Stream Elements auch mal angepasst. Es sind tatsächlich 80.000 Euro an Anwaltskosten, die ich dieses Jahr einfach hatte. Das müsst ihr euch mal überlegen. Na klar, ich kann das absetzen, also die Umsatzsteuer kriege ich halt wieder und der Rest wird natürlich abgesetzt. Also ich glaube, Stand jetzt mit meinen anderen Ausgaben, die ich halt so habe, ich glaube, ich bin noch unterm Steuerfreibetrag einfach, also das muss man sich mal überlegen, so, ne, einfach, weil halt ich die ganze Zeit nur Kosten habe, so unnötige Kosten habe und ich weiß auch nicht, was Shoyoka damit erreichen möchte, ne, weil wie gesagt, nehmen wir mal an, ich meine, so Dinge wie Shoyoka lügt, das kann sie mir halt nicht verbieten lassen. Sie kann natürlich immer wieder bei einzelnen Aussagen dann dagegen vorgehen und selbst wenn sie Recht bekommen sollte, jedes Mal. So, dann, also erstmal kriegt sie dafür kein Schmerzensgeld, so, das ist einfach nur eine Unterlassungsklage. Ich muss vielleicht einen Teil ihres Anwalts zahlen, so, aber sie hat Kosten, sie hat Kopfschmerzen, jedes Mal aufs Neue. Und ich weiß nicht, ich glaube, die hat ja auch mal gesagt, dass sie die erste Abmahnung geschickt hat, in der Hoffnung, dass ich dann einfach keine Videos mehr mache. Was, also, ich kann ja trotzdem Videos machen, so selbst wenn ich dann ein, zwei Sachen nicht mehr behaupten darf, so macht das halt alles überhaupt keinen Sinn, so wie sie dagegen vorgeht. Und ja, deswegen,
Ich weiß nicht, was sie damit erreichen möchte, um ehrlich zu sein. Die ist jetzt ja auch seit einem Monat nicht online. Ich meine, das, wie Monte halt sagt, also für mich sind es Kopfschmerzen, für sie ist es Kopfschmerzen. Die einzigen, die sich freuen, sind die Anwälte. Höcker vielleicht noch ein bisschen mehr, weil dem Videos positiv dargestellt werden, im Gegensatz zu Müller-Römer, aber ja, das macht halt keinen Sinn. So, ne? Und wie gesagt, es ist halt unnötig, ne? Also, ich meine, jetzt, ich habe wirklich zwei Verfahren gegen Shoyoka, eins gegen Müller-Römer. Unnötig. Aber, weil sie meiner Meinung nach einfach nicht haltbar ist. Aber auch der Anwalt von Shoyoka, Müller-Römer, ist gegen mich vor Gericht gegangen, beziehungsweise geht gerade gegen mich vor Gericht, auch wieder vor dem Landgericht in Frankfurt. Und da geht es darum, dass ich in einem Video mal ein bisschen zurückgefrontet habe. Ihr erinnert euch, Müller-Römer hat ja einen sehr langen Text gegen mich auf seiner Seite veröffentlicht und dagegen bin ich ja dann auch rechtlich vorgegangen muss einstecken. Und habe auch in einigen Punkten eine einstweilige Verfügung erwirken können. Er hat meine Gegenfonds nicht so sehr gefeiert, unter anderem, dass ich ihn Loser genannt habe, weswegen er jetzt wieder gegen mich vor Gericht geht. Mein Anwalt hat dazu auch eine Erwiderung geschrieben und da steht unter anderem auch drin, dass er damit rechnen muss, dass ich ihm Kontra gebe, wenn er solche Sachen über mich behauptet und dass es klar gewesen ist. Oh Gott, das ist so, Digga, wenn man austeilt, dann muss man auch ein bisschen einstecken können. Also da direkt wieder vor Gericht zu laufen, das ist wirklich Quatsch mit Soße. Reagierst du nur noch auf deinen Vater? Ja, das ist die erste Monte-Reaction seit 2 Wochen, aber ich mache nur noch das. Du hast recht, Digga. Kluger Kommentar an dieser Stelle, danke sehr. Oh, wird nicht zurück Hallo gesagt, perfekt. Hallo, Agatha? Ja, hab ich doch gesagt. Achso, habe ich nicht gehört, tut mir leid. Agatha ist gerade gekommen. Was eine Schlammschlacht, ja, also ich weiß, das ist halt, also ich weiß auch nicht, was das halt bringen soll. So generell, ich meine, wenn jetzt wirklich jemand absolut widerwärtige Sachen oder sowas sagt, dann ja, dann kann man sich auch mal überlegen, da rechtlich gegen vorzugehen. Ne? Es steht ja auch jedem frei, aber ich weiß auch nicht, was Shoyoka davon hat. Ich meine, guck mal, gehen wir jetzt einfach mal so ganz vernünftig das mal durch, okay? Jetzt nur mal so die Shoyoka-Sache, ne? Müller-Römer ist vielleicht ein bisschen beleidigt oder so, keine Ahnung, aber auch da sieht's sehr, sehr gut aus. Ich kann da nicht so viel aus dem Nähplästchen plaudern, aber normalerweise sollte der die komplette Abmahnung auf jeden Fall verlieren, die er mir geschickt hat oder die Klage, ne, gucken wir mal, aber jetzt zum Beispiel Shoyoka, ja, klar, so, ich habe einige Videos über die gemacht, so gar keine Frage, aber die ist jetzt seit einem Monat nicht online, so, die muss sich privat ja wirklich super viel von meinen Videos angucken, hat sie ja auch gesagt gehabt, dass sie da Sachen rausschneidet, dass sie guckt, wo irgendwelche Widersprüche sind oder ich komische Sachen gesagt habe und überlegt euch mal, diese ganze Zeit investiert sie nicht in ihr Influencer-Dasein, dass sie streamt oder irgendwo anders Content macht, dass sie sich weiterbringt, sondern sie guckt dann halt wirklich tagelang irgendwie Kuchen-TV-Videos, hunderte Stunden davon und dann irgendwelche kleinen Punkte rauszubringen, die man dann vor Gericht irgendwie vortragen kann. Kann in der Zeit nicht streamen, logischerweise. Dann hat sie aber dafür auch die ganzen Kosten, ne? Selbst wenn sie gewinnt, bleibt sie auf Kosten sitzen so. Ne? Die wird auch bei weitem, selbst wenn sie 1, 2 kleinere Punkte gewinnt, wird sie da nicht komplett gewinnen, das kann ich euch direkt sagen. So, sie hat da so viele Nachteile einfach dadurch. Ich meine, die ist jetzt schon wieder seit 1,5 Monaten, ist die gar nicht mehr online gewesen. 1,5 Monate ohne Einnahmen, obwohl sie ja auch 2 Mitarbeiter hat und ich weiß nicht, ob sie ein Büro hat, das weiß ich nicht so, ne? Aber so, die kommt gar nicht mehr online, macht kein Content, kriegt auch keine Einnahmen. Ich weiß nicht, wie sie das Ganze finanziert, so, aber es hat doch nur Nachteile für sie, dieses ganze rechtliche Zeug. Also das ist halt, also ich verstehe sie da Real Talk nicht. Also ich habe keine Ahnung, was sie damit bezwecken möchte. Tag, du warst jetzt gerade bei Oma, ne? Mit Essen? Ich glaube, ich kümmere mich heute selber ums Essen. Aber ich sag dir nochmal Bescheid. Ja, montags ist Agatha immer bei Oma. Was? Unterstützt Oma im Haushalt ein bisschen und ich habe heute Oma noch einen Massagetermin. Ich glaube, sie ist die erste Person, die nichts von einem so dicken Beef hat. Ja, das habe ich ja auch in dem Video gesagt. Das wurde ja dann auch in die Abmahnung geschickt. Ja, die sagen sogar, dass Shoyoka Follower verliert. Ja, aber, also ich meine, man muss sich echt mal überlegen. Es gab so viele krasse Beefs auch auf YouTube. Zum Beispiel ABK gegen KuchenTV, ja, das ging über Jahre, etliche Videos wurden erstellt und auch ABK hat ja oft versucht, mich in so rechte Ecken und so weiter zu drängen und trotzdem haben wir beide davon profitiert. Also Shoyoka ist wirklich die erste und einzige Person, die so einen krassen Beef hat, die ja wirklich überall auch Thema irgendwo ist sie die einzige, die so krasse Nachteile hat. Ich verstehe immer noch nicht, also macht man sich da nicht irgendwie Gedanken so, jo, macht das jetzt noch so viel Sinn, muss man nicht mal vielleicht ein bisschen was ändern? Also in einem Beef als Gewinner rauszugehen, ist jetzt auch nicht wirklich schwer, muss man sagen, ja.
Thai-Massage eine Stunde geklärt. Da bin ich mal gespannt, da wollte sie sich später bei mir melden und sagen, wie die Thai-Massage war. Ist das passiert? Man hat ja auch immer das Recht auf Gegenschlag und genau das haben wir unserer Auffassung nach einfach genutzt. Ich kann hier bei den ganzen Sachen leider nicht so sehr ins Detail gehen, weil jetzt Schriftsätze von den Anwälten hin und her gehen und die haben teilweise 80 Seiten und das würde auch den Rahmen sprengen. Digga, es ist halt wirklich, aber ihr wisst auch gar nicht, wie anstrengend das ist. Ihr wisst wirklich nicht, wie anstrengend das ist, Alter. Mein Anwalt möchte natürlich eigentlich immer, dass ich die Sachen halt freigebe, aber ich habe denen auch geschrieben, ey, mal ganz ehrlich, ich lese mir das nicht alles durch. So, ich vertraue den Anwälten, da einfach wird schon passen. Ich guck mal hier gerade, ich zeig mal die negative Sache mit Shoyoka. Ich guck mal, ob ich das hier finde. Super, meine E-Mails laden nicht jetzt. Okay, mal gucken hier. Erwiderung, okay, gegen Müller-Römer ist die Sache... ist gegen Müller-Römer anscheinend. Und alleine die Erwiderung vor Gericht nach Frankfurt hat Seiten, lass mich mal ganz nach unten gehen. Warte, das ist noch angehängt von ihm. Ja gut, 16 Seiten, aber 16 Seiten, nee, das sind viel mehr, hä? Warte, einmal 16 Seiten, kann sein, dass es auch noch dran gehangen worden ist, das sind viel, viel mehr. 16 Seiten, dann einmal 5 Seiten... Nochmal 5 Seiten mit irgendwelchen anderen Sachen. Dann 48 Seiten. 48 Seiten ist die Erwiderung. Also die Erwiderung ist 48 Seiten und dann werden halt die anderen Schriftsätze noch drangehangen. Ich glaube, dann sind es sogar insgesamt 100 oder so. So, der Anwalt muss 48 Seiten schreiben. Einfach nur mal, dass ihr ein Update habt. Ich hoffe, dass es bei einigen Sachen vielleicht schon ein bisschen früher eine Entscheidung gibt. Dann seht ihr das hier. Ist doch egal, was sie macht. Lass sie doch ihr ganzes Geld verbrennen. Ja, aber sie verbrennt ja auch mein Geld. Ja, also, keine Ahnung, so imagine, ich hätte 80.000 Euro mehr auf dem Konto. Ja, jetzt einfach nur, weil diese ganzen Arbeitssachen nicht gewesen wären. Ich kann das Geld gut gebrauchen. Ja, also Steuermäuer wird ein bisschen, ja, wird jetzt nicht schwierig, aber wird auf jeden Fall nervig. Kanal, es gibt neue Informationen zu der ganzen Mäus-Thematik. Und zwar habe ich ja in der letzten Woche in den Cake News erwähnt, dass er festgenommen worden ist und im Gefängnis saß. Das Ganze ist aber anscheinend einfach komplett gelogen. Unser guter alter Freund Just Mimi hat nämlich ein sehr, sehr starkes Video genau dazu veröffentlicht und konnte zeigen, dass die meisten Sachen einfach falsch sind. Aber ganz kurz, um euch abzuholen. Mäus wollte sich anscheinend mit Chieno in Hamburg treffen, um über diese ganzen Spendenbetrug auf PayPal und so weiter sich auszutauschen, ein Video zu drehen, damit man merkt, dass Mäus ja nichts falsch gemacht hat. Anscheinend soll Chieno aber die Polizei gerufen haben, weswegen es nie zu diesem Treffen kam. Anschließend wurde von einem Kollegen von Mäus dieses Video hier veröffentlicht. Chienos Vater hat versprochen, dass es ein Treffen gibt und er Mäus dabei haben will. Beide Seiten sollten ihre Beweise bringen und Mäus hatte alles dabei. Stattdessen ist Chino gar nicht beim Treffen aufgetaucht und ruft die Polizei und es kommt. Diese Kosten sind Eigrot Bär, warum er das ganze Thema einfach auf sich beruhen lassen sollte. Ja, nee, also ich gewinne ja überall, ne? Also ich kriege ja dann auf jeden Fall Geld von Shoyoka wieder. Und ich meine, also ich werde trotzdem auf Kosten sitzen bleiben, das ist klar, aber man darf ja auch nicht vergessen, ich kann ja dann auch wieder Videos dazu machen. Also ich glaube, das Video gegen Shoyoka, wenn ich die negative Feststellungsklage gewinnen sollte, wird auf jeden Fall Platz 1 von 10. Ja, das sage ich euch. Also da, das wird auf jeden Fall wieder Klicks geben und so. Das erhöht ja auch meine Reichweite, ne? Also, das ist ja das Einzige, wo ich gegen sie vorgehe, ne, wenn ich gegen Müller-Römer jetzt auch nochmal gewinnen sollte, was momentan ja ganz gut aussieht, dann ist das auch wieder ein geiles Video, was man bringen kann, weil er ist gegen mich vorgegangen und trotzdem gewinne ich, so, das ist halt noch lustiger. Man nimmt den Content ja dann einfach mit, ne, es ist natürlich trotzdem nervig, aber ja, hinten raus, wenn das Videos sind, die abgehen und man macht Abonnenten dadurch nochmal zusätzlich, die dann jedes Video gucken, ne, auf lange Sicht unterstützt es mich ja auch beim Kanalwachstum vielleicht. Große LKA-Razzia im Hotel. Mein Onkel und Mäus wurden daraufhin sofort festgenommen. Macht angeblich einer, der Recht hat, sowas? Es waren alles Lügen und er will... Bro, Intelligenz fördern ist die Konversation da gerade nicht, Digga. Fame mit seinen Lügen erreichen, das macht er schon immer. Aus Respekt vor seinem Vater ist Mäus und mein Onkel extra nach Hamburg gekommen. Und ihr könnt es euch sicherlich schon denken, diese Polizeiaufnahmen, die wir gerade gesehen haben, die sind gar nicht aus Hamburg. Ja, voll, Cherie, wenn sie kein Geld hat, dann bezahle natürlich ich alles, aber... Das Ding ist, ich kriege ja einen 30 Jahre lang gültigen Titel und ich kann immer wieder den Gerichtsvollzieher hinschicken. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Kann sein, dass wenn er nichts eintreibt, dass ich die Kosten zahlen muss, aber ich werde dann einmal alle paar Monate werde ich den da hinschicken lassen. Das ist mir auch egal, dass sie sich dann da immer finanziell zeigen muss, wie es läuft. Und dann, keine Ahnung, dann hat sie noch den Stress auf jeden Fall und dann kriege ich mein Geld irgendwann wieder. Außerdem, also ich meine, ihr Ziel ist es jetzt ja auch nicht irgendwie...
kein Geld mehr zu machen. Na, das ist ja klar, also irgendwann wird die streamen. Montana Black 88, den habe ich schon mal gehört. Auf jeden Fall ist hier im Chat unterwegs. Beweisen. Die Rede war vom Hotel in Hamburg. Dort soll Moist ja während einer riesigen Razzia festgenommen worden sein. Hier haben wir die Aufnahmen vom Polizeieinsatz. Wir prägen uns die Gegend mal ganz genau ein. Eingekreist sind dieser Stein oder was auch immer das ist. Busch, das leuchtende Schild, das weiße Schild daneben mit dem schwarzen Schriftzug und die Laterne. Hier haben wir den Ort des Einsatzes bei Tag. Wir sehen die Schilder, den Stein, die Laterne. Mhm. Ebenfalls sehen wir das Blutspendezentrum neben dem Europahaus. Warum dachte sich die Stadt so, boah, Digga, da jetzt ein riesiger Stein? Mega, oder? Folgen wir dieser Straße noch ein wenig, sehen wir diese beiden Türme jetzt auch besser. Ich vermute, ihr Ziel ist es, dass dir das Geld ausgeht, wenn es stimmt, dass sie deinen Geldgeber... dass sie einen Geldgeber hinter sich hat für die Kosten. Ja, also wir haben ja auch schon drüber diskutiert, ob jetzt andere, also ne, irgendwie Hate Aid oder sowas dafür aufkommt. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Also das Ding ist, wenn ich gewinne, meine Anwälte sind ja teurer als die, die Gebührentabelle, aber ich kriege halt trotzdem tausende Euros wieder. Ne? Und sie muss ja auch die Gerichtskosten zahlen, selbst wenn das wäre anders. Ja, wenn das jetzt komplett wer anders übernimmt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und ich meine, geht mir das Geld aus? Also wie gesagt, ich kann das ja alles absetzen. Ne? Das ist ja alles durch mein Gewerbe entstanden, diese Kosten. Das heißt, im Endeffekt gebe ich das Geld dann halt den Anwälten statt dem Staat. Und deswegen kann mir da eigentlich halt nicht das Geld ausgehen. So, ne? Also ich sag mal, zur Not könnte ich auch safe mit meinen Anwälten reden. Also ich glaube, bei Höcker habe ich safe schon 150.000 Euro gelassen oder so. Das ist so dumm, Digga, Junge. Ey, das ist so dämlich. Safe könnte man noch mit denen reden, dass die mir Rabatt geben oder so irgendwann. Ja, aber ich glaube, also das wird ja nicht passieren. Ne? Meine Videos laufen ja gut. Die Seite von mir wollte gerade einen dummen Witz machen. In diesen Türmen ist eine orthopädische Privatpraxis. Massenberger Straße in 44797 Bochum. Hm. Das ist ein völlig anderer Polizeieinsatz gewesen. Jasnero hat zwar in den Kommentaren nochmal angemerkt, dass er anscheinend tatsächlich von der Polizei mitgenommen worden ist, auch auf Gewehr. Ist da so ein Knacken bei euch? Einige Stunden später oder relativ zeitnah das Ganze auch schon wieder verlassen konnte. Mhm. Das Ding ist, dass jetzt aber dadurch Lügen von Mois aufgeflogen sind. Unter anderem hat ja sein neues ominöses Management gepostet, dass Mois derzeit verhaftet ist und deswegen das Management der einzige Ansprechpartner ist. Das ist aber faktisch... Sein Video zu Regina X geplant. Bruder, kommt heute um 18 Uhr. ...den einfach nicht der Fall. Dazu hat Jasnero sich auch ein bisschen über dieses Management informiert und anscheinend ist das auch nicht ganz so seriös. Eigentlich wollte ich ja eine Serie. Also mir ist natürlich nicht entgangen, dass da auch ein Statement gekommen ist seitens Mois, wo auch in meine Richtung geschossen worden ist. Aber ich brauche da gar nicht viel zu sagen, denn manchmal muss man einfach die Leute reden lassen. Was hat die gemacht? Die hat auf mein Mickey-TV-Video reagiert, aber also selten jemanden gesehen, der so lost ist, ne? Und handeln lassen. Und jetzt, wo Shiyoka kein Content mehr bringt, muss man sich halt irgendwann auch andere Frauen suchen halt, ne? Und die Art und Weise, wie sie sich dann artikulieren, reicht schon, um diese Diskussion für sich zu entscheiden. Ich habe da nichts zu sagen, Digga. Und das Statement selber verliert schon an unfassbarer Seriosität, wenn man sieht, mit wem dann so ein Statement gemacht wird, mit einer Person wie Barello. Ja, Bro, also deine ganze Community wartet seit Wochen auf ein vernünftiges Statement und dann ist das so ein Durcheinander, so ein Wirrwarr und dann noch mit Leuten wie Barello, Bro. Manchmal kann man auch einfach den Leuten beim Verfall zugucken und man muss gar nichts dafür tun, also nicht, dass ich es vorhatte. Ich denke, dass die Antonio-Stiftung dahinter steckt, die haben ja noch die Spendengelder von Till Lindemann. Ja gut, also auch ohne die Spendengelder von Till Lindemann, glaube ich, sind die ganz gut aufgestellt. Ja, man kann es halt leider nicht beweisen, ne? Das ist halt das Ding, also... Es gibt keine Möglichkeit, wo man jetzt herausfinden kann, wer das halt bezahlt, nehme ich mal an. Ich meine selbst, also das wäre natürlich ein Skandal, wenn man das herausfinden würde, also für die Antonio-Stiftung, dass die sowas übernimmt. Ja, aber wie willst du das herausfinden? Also die einzige Möglichkeit wäre, da jemanden einzuschleusen, der weiß, was mit den Geldern passiert oder dass man irgendwelche Überweisungen sieht oder so, aber... Und man muss gar nichts tun, um diese Leute in den Verfall zu bringen, weil sie selber dafür schon sorgen, Digga. Diese Anfrage an das Management stellen, was dazu halt gesagt wird, einfach bitte um Stellungnahme. Nur leider fehlt der Kontakt, abgesehen von Instagram-DMs. Der müsste
müsste angegeben sein. Wo wir gerade dabei sind, frage ich mich außerdem, wo sind die für das Management verpflichtenden Angaben gemäß § 5 TMG? Wo ist die Umsatzsteuer-ID gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz? Wer ist verantwortlich? Habt ihr keine gestellte Plattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeteiligung? Manche Sachen davon sollte man haben, andere wiederum muss man haben. Ab der Sekunde, wo man in einem Rahmen tätig wird, der mit geschäftlichen Aktivitäten zu tun hat. Also diese ganze, ich habe die Thematik mitbekommen, dieses ganze Management und hier ist das Management von Mois. Das war alles so unfassbar unseriös und wenn wir jetzt einfach mal kurz reinschauen, Mois Statement bei Barello. Ich dachte, weißt du, Bruder, ein zweites Start. Junge, die Bewertung, ey. Ich glaube, und von mir hat es auch ein Dislike gegeben, ich glaube, die Likes, Dislikes sprechen für sich. Wenn das so ein geiles Statement ist, was für Klarheit gesorgt hat, dann hat das nicht dieses Like-Dislike-Verhältnis, Bro. Und die Kommentare, also das war einer der schlechtesten Statements, die ich jemals gesehen habe. Ja, und das geht auch wieder eine Stunde, ne? Ich habe immer gar keinen Bock, mir das anzugucken. Unternehmensregister habe ich leider auch nichts zum Management gefunden. Genauso wenig haben meine Recherchen beim Patent- und Markenamt ergeben. Hier kommt natürlich sehr stark der Verdacht auf, dass diese Geschichte nur erfunden worden ist. Richtig. Damit man kein Statement bringen muss oder noch Zeit hat, sich irgendwas auszudenken. Das Ganze geht aber auch noch weiter. Mois hat dann Maestro in einer Instagram-Story Props für ein Video gegeben. Gleichzeitig hat Maestro aber auch ein Statement gepostet, wo drinnen steht, dass Leute aus dem Umfeld von Mois wollten, dass dieser ein vorgefertigtes Statement veröffentlicht, um Mois Rücken zu geben. Sie haben ihn dazu auch bedroht und meinten, hey, wir wissen, wo du wohnst, wir kommen sonst zu dir, poste das jetzt lieber mal. Und das Ganze geht logischerweise gar nicht. Nee. Diese Leute wissen auch, dass Maestro zu Hause ein einjähriges Kind und seine Frau hat. Da dann solche Spielchen zu spielen, ist meiner Meinung nach einfach absolut widerwärtig. Maestro hat dazu dann auch noch ein Statement gepostet, hat sich nicht runterkriegen lassen und hat auch gesagt, dass ihm diese ganzen Sachen egal sind und man ihn wirklich einfach in Ruhe lassen soll. In dem Statement hat er auch gepostet, dass er noch so krasse Sachen über Mois gar nicht... Eigentlich müsste die Stiftung das Geld an die Spendengelder zurückgeben. Ja, safe, das schon. Dass die lieber mal still sein sollen. Anscheinend haben sie sich damit auch zufrieden gegeben. Ist aber... Ich glaube, ehrlicherweise, das ist nur eine persönliche Vermutung. Ich glaube, dass in dieser ganzen Thematik noch so viele Menschen so viel zu sagen haben und so viele Menschen da draußen noch so viele Leichen aus dem Keller holen könnten zu der gesamten Thematik. Und das ganze große Problem bzw. das Traurige an der Geschichte ist, dass viele von diesen Menschen, das vermutlich ist nur eine Vermutung, kann auch sein, dass ich da komplett falsch liege, das nicht machen, weil sie halt einfach keine Lust haben, bedroht zu werden. Ja. Gewaltandrohung, wir kommen vorbei, bla 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 bla. Also das ist wirklich ganz großer Quatsch, Digga. Ich verfolge das Thema neutral und ich glaube auch meine Reaction. Werde nie checken, wie Leute mit so einer Reichweite so reinscheißen können. Ja, ich auch nicht. Also man macht sich doch... Also ich meine, bei der Mois-Thematik, das geht ja schon jetzt über mehrere Statements hinweg und die reiten sich ja eher immer weiter rein, als dass sie wirklich irgendwas beweisen. Also bevor ich was Schlechtes sage, sage ich doch lieber gar nichts oder mache mir Gedanken, wie ich das realistisch rüberbringen kann. Gerade, man weiß ja auch, okay, was hat man anderen Leuten mal geschrieben, welche Beweise oder Chatverläufe könnten öffentlich werden und so, und dann kann man ja darum irgendein Statement aufbauen. Aber ja, bei Mois, also ich glaube, der ist einfach durch. Ich frage mich auch wirklich, wie viel Geld Mois wirklich noch hat oder wie viel der noch verdient, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dem noch so gut läuft. Ich bin da relativ neutral. Also ich kann nur eins von mir aus sagen, ich habe Mois nie kennengelernt, aber das, was Mois mal war, ist er aus meiner Wahrnehmung schon lange nicht mehr. Muss man fairerweise einfach sagen. Aber meiner Meinung nach trotzdem ziemlich ekelhaft. Leider geht das Thema auch noch weiter. Sorry, da ist so viel abgegangen, es ist unfassbar. Es geht ja auch noch um den goldenen Eye-Clip. Mois hat mal in einem Video gesagt, dass er einen goldenen Eye-Clip im Wert von 20.000 Euro verlosen möchte. Shino hat ja dann in einem Video gezeigt, dass er diesen Mois abverkauft hat. Schon das war ziemlich dumm, aber die Story geht noch weiter. Denn Jasnero hat mit dem Besitzer von Eye-Clip einfach mal gesprochen und Shino ist ja logischerweise gar nicht der rechtmäßige Besitzer dieses Eye-Clips, auch wenn er ihn gekauft hat, weil Mois den ja gar nicht hätte verkaufen dürfen, sondern der sollte verlost werden. Richtig. Und der hatte sich selber bei iClip gemeldet und wollte denen das Ding verkaufen, an dessen Besitz er ja gar kein Recht hat. Das Ganze hat dazu geführt, dass Mois jetzt eine Strafanzeige wegen Unterschlagung und Shieno wegen Hehlerei bekommen hat. Das muss man sich einfach mal überlegen. In der E-Mail, die Jasnero bekommen hat, steht auch noch drin, dass es eine Hausdurchsuchung gegeben hat oder geben wird und dann wird geschaut, ob man diesen iClip sicherstellen kann. Sollte irgendwer dafür sorgen, dass der iClip wieder zu denen was kommt, für eine Kacke, ist übrigens Digga. Eine Belohnung über 5.000 Euro ausgesetzt. So, eine Sache bei der Mois-Thematik gibt es auch noch. Tut mir leid, dass das jetzt hier so lang ist. Bro, das Ding ist schon längst eingeschmolzen. Also naja, Borg Queen, also
Wie gesagt, die Stiftung wird auch so genug Geld haben, um außerhalb von diesen 900.000 das Shoyoka zu bezahlen. Ne, das würde ich Geld drauf wetten, gefühlt. Aber es passiert gerade so viel, es ist unfassbar. Und zwar geht es um den PayPal-Spendenbetrug. Da hat das Management jetzt tatsächlich ein Statement gepostet. In diesem Statement schreiben sie, dass das jetzt länger gedauert hat, weil das alles juristisch so problematisch ist und man kann nicht alles zeigen. Aber morgen ist das alles ganz anders, was ich nicht verstehe, weil warum ist die rechtliche Geschichte morgen komplett anders als heute? Aber okay, nehmen wir das einfach mal so hin. Der krasse Beweis dafür, dass Moist ja keinen Spendenbetrug begangen hat, ist jetzt ein Screenshot aus der PayPal-App vom 6. Februar um 22.53 Uhr. Und da kann man sehen, dass tatsächlich nur etwas über 16.000 Euro drauf sind. Das Ding ist hier, man weiß gar nicht, was das für ein PayPal ist und man kann sich ja auch Geld vorher auszahlen lassen. Also schon hier ganz weird, das so zu posten. Aber es wird tatsächlich noch dümmer. Also, und zwar, der Screenshot beweist genau gar nichts. Der beweist Sticker. Hat eine Meme-Seite das Ganze so halb exposed. Dieses Video von Mois, wo er um die Spenden gefragt hat, kam nämlich am gleichen Tag um 21.05 Uhr raus. Das heißt, der Screenshot, den er gemacht hat, der war 90 Minuten, nachdem das Video online gekommen ist. Also ist die Aussage mit den angeblichen 100.000 Euro erstmal gar nicht so weit hergeholt, aber logischerweise kann man davon ausgehen, dass der Betrag am Ende deutlich höher gewesen ist. Das Ganze macht es eher unglaubwürdiger, dass er das nicht gemacht hat. Wieso postet man das von sich aus? Ich kann es nicht. Ich verstehe sowas nicht. Also ich verstehe sowas wirklich nicht. Auch, also ich bin ja selber Influencer so, und ich muss immer aufpassen, weil ich auch schon dumme Statements gemacht habe. Aber die posten halt einen Screenshot mit Datum, um zu beweisen, so ey, das ist wirklich nach dem Video ist dieser Screenshot entstanden. Also da guckt man doch aber trotzdem, ja okay, nach 1,5 Stunden, es ist ja klar, dass er nach 1,5 Stunden nicht gesagt hat, okay, jetzt nehme ich keine Spenden mehr an oder so und keiner mehr gespendet hat. Also das macht so überhaupt keinen Sinn, wirklich. Das ist so dämlich. Ich komme darauf nicht klar. Dazu hat auch Just Nero noch folgende Anmerkung in seinem Video gemacht. Es gibt übrigens auch irgendwie verschiedene PayPal-Adressen. Unter dem Erdbeben-Video war das /MoisUnSale. Unter einem anderen Video, ich nehme einfach mal das Video, nimm eine Kreditkarte und heb ab, so viel du willst. Gänsehaut. Darunter ist die Adresse /unsale. Das heißt natürlich... Ja, sorry übrigens für die Kuchen TV Anker Zuschauer. Hier wird noch krass diskutiert im Chat über die Shoyoka-Sache, wo ich natürlich immer dabei bin. Dann kann ich Shoyoka... Oh mein Gott, ein Hund! Wie süß ist das denn? Oh mein Gott. So. Ist möglich, wie ich gleich habe schon am Ende, bleibt dennoch die Frage, wo sie die Kohle her hat. Naja gut, also Andy, danke schön für die 50 Bits. Ich denke, dass Shoyoka wahrscheinlich schon noch irgendwie gespartes Geld oder sowas hat. Also die wirkt jetzt ja nicht so, als ob die mit dem Geld jetzt irgendwie um sich wirft, irgendwie für Markenklamotten oder krasse Urlaube oder sonst irgendwas. Also ich glaube, die lebt schon relativ minimalistisch und die hatte ja auch eine Zeit, wobei ihr sehr, sehr krass lief. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass sie schon noch Rücklagen auf dem Konto hat. Gut, klar, die hat sich natürlich auch mal einen Kleinkredit irgendwie genommen von ihrem Management. Ich sag mal, ja, die Anwaltskosten sind ja per se, ich meine, die hat jetzt auch keinen Anwalt, der 50.000 Euro pro Stunde nimmt oder so. Ich glaube, so teuer im Vergleich ist der vielleicht auch gar nicht. Ich weiß nicht, was der als Stundensatz nimmt. Ne, vielleicht mal es auch pro bono oder so, weiß ich nicht. Nicht, dass er das jetzt gemacht hat. Ich habe selber noch nie so einen krassen Spendenstream gemacht. Und vor allen Dingen nicht für Erdbeben. Hat er das schon Brock-Thema über seinen Dings? Nee. Also, die Spendenstreams, die ich gemacht habe, habe ich immer gemacht über private Mail-Adressen, also über private PayPal-Adressen. Das heißt, am Ende habe ich das immer ganz gar nicht. Läuft, macht sie vielleicht einen letzten Sabaton und hört auf. Aber ich verstehe ja, sie hört aber während dem Sabaton schon auf. Vielleicht Gründe haben, warum man, wenn man so viel Geld spenden möchte für Erdbebenopfer in der Türkei, King Bass, danke sehr für deine Unterstützung. Adressen macht, weil du musst das Geld dann halt am Ende versteuern. Es gibt ja spezielle Spendenseiten, wo du so etwas auch einrichten kannst, wo die Spenden dann, das ganze Konstrukt dahinter macht einfach vorne und hinten keinen Sinn, würde ich sagen. Ne? Standpunkt jetzt, 15.04. wurde bis heute nicht geklärt, aus meiner Sicht, ob da jetzt Geld veruntreut worden ist oder halt auch nicht. Aber diese ganze PayPal-Spendensache war super undurchsichtig. Mois kann bisher auch nicht beweisen, dass das ganze Geld wirklich dahin gegangen ist. Und überhaupt ein PayPal-Konto zu nutzen, wo auch noch Firmen drauflaufen und auch private Dinge, ist halt an sich schon absolut dämlich. Richtig. Also selbst wenn er das nicht absichtlich gemacht haben soll, was eine sehr nette Aussage von mir ist, selbst dann ist das Ganze super weird umgesetzt. Denn er müsste ja jede einzelne Spende, die gekommen ist, einzeln rausschreiben, um zu gucken, wie viel von ihm privat auf dieses PayPal-Konto kommt und wie viele Spenden gewesen sind.
Ja, mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Es gab noch ein Statement von Mois auf dem Barello-Kanal, aber das war absolut weird. Habe ich auch keinen Bock mehr, das komplett anzugucken, sage ich euch ganz ehrlich. Richtig. Viel Inhalt hatte das nicht. Deswegen kommen wir mal zum nächsten Thema. Ich habe quasi Frieden geschlossen mit Chumbroke, meine Freunde. Und zwar habe ich ja vor 2 Wochen ungefähr ein Video über Chumbroke hochgeladen. Das einzige Video in letzter Zeit, was keine 200.000 Aufrufe erreicht hat, ne? Die Leute feiern Chumbroke bei mir in der Community. Weil er meiner Meinung nach in der Jindawis-Sache und mit seinem Verhalten, was er mir an den Tag gelegt hat, sich etwas widersprochen hat. Er hat jetzt auf dieses Video reagiert und ist tatsächlich sehr sachlich und ruhig und auch nett geblieben. Oh, ich dachte schon, ich wäre zerstört, Glück gehabt. Unter anderem entschuldigt er sich auch zu der Aussage, die er zu meinem Sohn gebracht hat. Einer macht das mit deinem Sohn Kuchen davor, wenn er mal irgendwo zu einem Event geht. Ja, das ist eh klar von mir. Dass ich sage, dass das hoffentlich jemand bei deinem Sohn macht, das nehme ich zu 100% zurück. Also hinter diesem Satz stehe ich auch nicht mehr. Auch bei den anderen Sachen hat er, ja, hat sich jetzt nicht... Ja, Miss Nice, Thematik, danke für den Tierunsaft. Nicht so, ich kann nur eins sagen, dass ich es gut finde, dass sie sich da vertragen haben. Chan hat halt auch ein aufbrausendes Temperament manchmal, aber wenn sie sich da die Hände gereicht haben, ist ja vernünftig, aber die ganze Thematik ist jetzt für mich eher unspektakulär. Oh, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, diese ganze Thematik um Shoyoka ist sehr interessant, aber auch diese ganze Thematik um Mois ist sehr interessant und ich werde weiter berichten, sollte es da neue Erkenntnisse geben. Grüß. Ja. Das heißt, da kommen noch einige Reactions auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass zumindest die Miller-Römer-Sache bald abgeschlossen ist. Da bin ich gespannt, ob die da dann irgendwie noch einen Verhandlungstermin machen oder ob die einfach sagen so, ey Bro, alles gut, ja, und die Sonne kommt raus. Ey, ich muss die Kamera, ich muss hier echt mal irgendwie, wir haben hier sogar, ich habe das gefunden, so eine Gardine. Mal gucken, ob wir die da wieder rankriegen. Jetzt geht die Sonne weg, werde ich direkt wieder dunkler. Naja, egal. Ja, gute Reaction, ja, das letzte Thema. Ja, das Ding ist, irgendwie die letzten 2 Wochen ist auch wirklich auf YouTube so wenig passiert, ne? Das regt mich richtig auf. Also sogar Twizzy hat mir gesagt, dass ich das Thema mit reinnehmen soll mit Chumbroke. Also auch cool auf jeden Fall, ne? Da auch nochmal dann zu sagen, so hey, zwischen uns alles geklärt. Aber eine richtige News an sich ist es jetzt ja auch nicht wirklich, aber es ist nichts passiert, ne? So die Mois-Sache war eigentlich das Einzige, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich eine News gewesen. Hoffen wir mal, dass die Woche wieder mehr Skandale abgehen, ne? Aber... schwierig.